Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und Weihnachtsbedissel mit seiner Bommelmütze wünscht euch und euren Familien ein frohes Fest. Leute, ich habe auch eure ganzen Bilder auf Instagram und auf Twitter gesehen mit euren Mini-Palutens, mit euren Weihnachtspaketen, mit den Hoodies und so weiter. Vielen Dank für euren Support. Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Bilder einblenden. Es waren wirklich Hunderte. Alle werden jetzt wahrscheinlich hier nicht Platz finden, aber das holen wir auf jeden Fall nach, dass so viele wie möglich hier nochmal so ein bisschen eingeblendet werden. Aber ja, wie gesagt, ist nicht selbstverständlich. Danke für euren Support. Genießt jetzt noch die besinnliche Zeit. Auch natürlich gehen Grüße raus an alle Leute, die vielleicht kein Weihnachten feiern, aus welchem Grund auch immer. Schöne Grüße gehen natürlich auch raus an euch. Leute, ich habe jetzt genügend gebrabbelt. Ich kann mich nur wiederholen. Danke, genießt die Zeit. Habt noch einen schönen Tag. Ah, ich wollte gerade sagen, haut rein. Ciao, ciao. Nee, jetzt geht's los mit Among Us. Das kann doch nicht wahr sein. So, die Map kenne ich doch schon wieder nicht. Ich muss jetzt die Kills schnell machen. Wir brauchen eine neue Strategie. Schnelle Kills. Ich gehe jetzt zu Green Ding. Hol mir meine Wischdingens. Ich mach mal, soll ich mal Rector oder Office einfach mal das Dingens aus? Das Maudado. Den hätte ich jetzt mal wegmachen können. Das wäre eigentlich... Ich... Bin reich. Komm rein, wollte gerade. Pass auf, das Licht ging gerade an und ich war so, oh, dann muss ich es ja nicht anmachen. Aber in dem Moment sehe ich, dass ein Report-Button da ist und sie wieder Vent zugeht. Also, jemand hat Licht angemacht, Chantau getötet und ist weggewendet. Ja, hast du noch irgendwas gesehen von der Person? Ich habe nichts von der. Ich habe halt nicht erwartet, dass der Mörder noch im Raum ist und dann. Sorry, ich war gerade komplett lost. Maluna, Maxi, Timid waren noch am Spawn. Heißt, sie konnten es zeitlich gar nicht dahin schaffen. Außer die haben alle den Vent genommen. Warte mal, wo ist denn der? Und sind nach rechts gegangen. Wo liegt der denn? Kann man vom Spawn aus? Ja, ja, man kann überall. Ja, aber die waren dann zu dritt, also. Dann muss es. Da muss es Fufu sein. Nee, ich war Fufu oben mit reingerannt in Rektor. Aber du, das kann nicht sein, oder? Natürlich. Du warst direkt, ich hab dich nicht vor mir gesehen. Und die Türen brauchen doch auch 100 Jahre zum Aufgehen. Nee, ich bin als erstes losgelaufen. Never ever. Ich vertraue meinem O-Saft. Also, ja, ich vertraue O-Saft auch. Ich vertraue O-Saft. Achso, nicht? Ja, aber du hast es doch gerade gesagt. Ich hab Angst, dass der Kombinationsbot. Der Kombinationsboss. Nein, Leute, nein, stopp. Ich könnte auch den anderen kombinieren. Nein. Der Kombinationsboss kann nicht falsch. Leute, Leute, wer war am Spawn? Wer war am Spawn? Maxi, Maluna, Timid. Maxi, Maluna, Timid. Oh. Okay, dann könnt also nur noch... Danke, Rosa. Das können nur Cracker und Maluna sein. Nee, ich bin Maudado doch gerade entgegengekommen. Ich hab gar nichts gemacht. Scheiße, warum? Was soll denn das? Freaking Kombinationsboss. Warum kann er uns da jetzt schon so aufschließen? Aber das ist kein Problem. Los, Kombinationsboss, also, wer ist der Nächste? Ich würde das jetzt gern gerade biegen. Erstmal. Ich möchte ganz kurz sagen, also mir ist Maudado kurz bevor es reported wurde entgegengekommen aus, ich weiß nicht, wie. Hä? Ich stand am Report-Tisch. Nee, du weißt, ich hab dich doch da in den letzten Mittelgang gesehen. Du standst nicht am Report-Tisch ganz am Anfang. Ich bin weggelaufen. Ich dachte, du wärst aus Born gewesen. Ich dass du einen Knopf drückst, hab gedacht, ich wollte den Knopf drücken, damit du die Zeit hast, aber du standest eh schon da und ich wollte meinen Knopf drücken. Ja, Maudado, nie davor, meine ich. Wo der Kill passiert ist, in der ersten Runde. Ja. Nein, da stand ich nicht am Spawn. Ich stand eine Weile am Anfang am Spawn, dann bin ich nach rechts gelaufen und ich habe mir gemerkt, Maluna, Maxi, Timid sind am Spawn. Ah, aber so. Wir haben Maluna alleine gelassen. Und ihr wart die ganze Zeit. Ich habe mich gescannt und als ich mit dem Scan fertig war, kam Maxi gerade ran. Ich habe noch eine andere Frage, bevor der Kombinationsboss loslegen kann. Maluna, du hast am Anfang der Runde so fröhlich auf den Tisch geklopft. Was ist passiert? Ich bin wieder nicht Imposter geworden. No. Okay. Ist es was Gutes oder was Schlechtes bei dir? Ja, irgendwie, in den letzten Tagen werde ich nie Imposter, deswegen. Ja, same. Das klingt glaubwürdig. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, ich war an diesem Log-Ding und ich glaube, dass die Person, die das gemacht hat, gewendet, also ich weiß nicht, ob ich die Logs hundertprozentig verstehe, aber ich glaube, die muss gewendet sein, weil... Okay, Kombinationsboss, also ist gewendet. Ich hätte gesagt Winterkrieg, aber es klingt so unschuldig. Es könnte auch sein. Okay. Ich war zu langsam. Einfach niemand. Boah, imagine, hätte ich ein großes Moment gemacht. Ja, das würde jetzt hier eine ganz, ganz haarige Nummer. Wo ist denn dieser Kram hier? Wo ist denn dieser Kram zu? Der ist da unten, ne? Bei Balcony. Ich sabotiere, Alter. Komm. Dann können sie wenigstens nicht diesen ganzen Kram machen. Und wenn jetzt hier jemand gleich zu Paletto, was ist das denn? Maluna passt, nordlicher Sensor, Maxi passt den Südsensor. Ja, wer soll das denn verstehen? Und die Dinger sind schon wieder.
Also. Another one. So, ja, ich danke. Was ja. war dein Problem letzte Runde mit mir? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Hä, was? Hä? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab ja gar nichts gesagt. Paluten. Nee, ich hab nur gesagt, dass wir uns entgegengekommen sind in dieser Mitte. Ja, aber wann? In ganz am Anfang. Ach Leute, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich bin raus. Ich hab das Gefühl, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Hier wollen wir die Knöpfe nicht sparen erstmal. Wollen wir nicht die Knöpfe benutzen? Also, ich hab noch mal eine ganz andere Frage. Was ist jetzt, ich war jetzt gerade bei diesem Ding mit diesen Trittdingern, wo dann steht, past the gate, south west und so weiter. Wie lese ich das, dass es sinnvoll ist? Also, das ist echt schwierig, Paluten. Also du kannst halt nur ablesen, ob eine Person gerade aus irgendeiner Richtung kommt oder ob die da hingegangen ist. Du kannst halt irgendwie, wenn zum Beispiel nur zwei Leute nach Norden gegangen sind, dann kannst du halt vielleicht schlussfolgern, dass die eine die andere gekillt hat, wenn die stirbt oder so. Es ist Cracker, ja, kommt. Oh, Alter! Das war ein versuchter Mord! Ich hab gedacht, diesmal klappt's, Maxi, aber schade. Ja, aber ich hab doch Maudado da gesehen! Also ganz ehrlich, da drückt jetzt wieder jemand den blöden Knopf, aber was hab ich denn da jetzt großartig falsch gemacht? Sabotieren? Freaking Reactor, damit die mal da wegkommen von diesem blöden Knopf. Bei der Y-Gabelung wahrscheinlich ganz in der Mitte, weil ich kurz davor reporten konnte. Haben wir vorhin jemanden rausgebautet, Fufu, ne? Okay. Wollen wir dich wieder einmal rausgebaut jetzt? Warum nicht? Ja gut, Leon, ja, Timmit und ich standen gerade aufeinander am Knopf. Ja, dann ist es ein nicer Self-Report auf jeden Fall von dir, oder? Hä? Maluna war vor 2 Sekunden noch bei uns. Warte, dann hast du ihn umgebracht. Ich war von 100 Jahre weit weg. Ach so. Ja klar, Wintercracker, 100 Jahre weit weg. Also Timmit und Wintercracker, komm, es müssen Timmit und Wintercracker sein. Jetzt sag mir jetzt mein Ding. Also was ist jetzt mein... Nein, ich folge Wintercracker. Manni und Maxi waren ja mit mir auf einem Stack. Ich denke, es ist... Und dann Timmit. Ich folge dem Kombinationsboss. Ja, was sagt der heilige Osaf? Cracker und danach Timmit. Also erst Cracker und dann Timmit. Mann, Leute. Ich war da, aber ich war es nicht. Also. Ich muss ihn opfern, damit wir jetzt gleich Timmit rausvoten können. Das ist die einzige Möglichkeit, sodass ich das jetzt hier gleich. Und dann muss ich irgendwie smart nochmal irgendjemanden schlachten. Okay, dann votet mich jetzt raus. Gott sei Dank. Ja? Okay, jetzt müssen wir Timmit raus. So, Kombination mich raus. Okay. Zum Glück habe ich keinen getötet. Votet mich raus. Und dann werdet ihr sehen, ja, verkackt. Was ist eigentlich mit Maxify, frage ich mich die ganze Zeit. Also ich sage euch, Maxi faked die ganze Zeit Tasks. Deswegen wollte ich nicht. Ja, Maxi lehnt sich halt entspannt zurück und denkt gerade, er genießt die Show. Also am Ende sind es bestimmt Paluten. Ja, vielleicht ist es auch, weil Maxify hat mir einmal vorgeschlagen, dass wir so die Rollen tauschen. Es musste Cracker oder Timmit sein. Also wenn wir Timmit voten. Also ich muss jetzt finishen, Leute. Ja, wir müssen das weitermachen. Aber Anni und Maxi waren mit mir gerade auf dem Stack als Erklärung. Maudado, du kannst halt genauso sein, Leute. Ich würde mich nicht voten, aber GG's? Also ich bin's wirklich nicht. Maxi, hast du echt gut gemacht, muss ich sagen. Wir müssen es jetzt zu Ende finden. Danach Maxi, Leute, hat jemand noch einen Knopf? Wir müssen es jetzt zu Ende. Knopf. Oh, wenn ich damit durchkomme. Ich kann auch noch. Okay, es muss Maxi sein. Ihr wollt den Knopf nicht. Ich bin weggelaufen. Ich hatte Angst. Warte. Okay, ich bin mir sicher, es ist nicht Osa. Er ist ja auch der Kombinationsboss. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich weiß. Es muss auch nicht. Ja, komm. Kombinationsboss, let's go. Wirklich? Haut ihr mich jetzt raus? Ja, aber es ist bestimmt auch Paluten. Was hab ich denn jetzt? Ich versuche jetzt ein bisschen zu verstehen, wie diese blöden Doorsteps funktionieren. Warte mal, wo war die ganze Zeit denn jetzt Anni? Ich war die ganze Zeit am Knopf. Du bist ja schon wieder am Essen. Ja, warte, aber Maxify hat auch einen Knopf, oder? Ja, die könnte aus. Anni, hast du auch noch einen Knopf? Nein. Den habe ich eben benutzt. Maudado, ich weiß nicht, warum ich. Ich hab dir jetzt rausgebaut. Gibst du mir Imposter bei? Ich weiß, ich bin aber kein Imposter. Also, aber ich würde auch sein. Ich würde es Ey, ja, und ich stehe die ganze Zeit immer an diesem komischen Footsteps-Ding. Kann auch Paluten sein. Yeah. Ja. Genau, der aufräumt, während er an den Footsteps steht. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Massaker zu verantworten. Ja, und jetzt haben wir kein so ein Ding mehr, oder was? Wir sind jetzt alle zusammen. Ich muss jetzt einer raus und dann einen Kill machen. Ach so, ich habe da gar nichts mehr. Ja, super. Das ist ja klasse. Wo sind denn jetzt alle längs? Ah da. Okay, wie kriege ich das jetzt hin? Warte mal. Ich mache Sabotage und die sollen schön zu Office gehen. Und ich weiß, dass hier einer war. Ah, Mist. Ich muss sie halt irgendwie trennen. Ah, warte, aber ich gehe da oben hin. Nur noch O-Saft. Und ich gehe jetzt an den Doorlock. Weil es sind super viele Tasks noch offen. Jetzt machen wir mal Reaktor. Und jetzt hoffe ich, dass O-Saft... Dass hier oben irgend noch jemand ist. Scheiße, warum ist denn hier jetzt niemand mehr? Ich dachte, O-Saft wäre hier. Ja, das ist doch Mist. Bin halt weiter an den Doorlocks. So, jetzt gehe ich Anni hinterher. Und jetzt mache ich den Kill bei Anni. So,
Reaktor-Meltdown, das ist perfekt. Und jetzt kann ich gleich den nächsten Kill machen. Und dann steht's 1-1. Ich muss halt nur hier irgendwie hin. Komm schon, mach das auf. Oh ja, es hat auch noch! Cracker, hast du den Reaktor? Den wollte ich auch drücken, den Reaktor, damit Maudado da vorne hinläuft und dass niemand zu Anni geht. Ja, ja. Ja. Oh, Palut, du bist mein Held, du hast es geschafft. Kombination König Osaf. Also, ich muss sagen, es war einfach nur... Palut muss nichts... Niemand Palut beschuldigt. Hä, aber ich hab... Ich hab Maudado wirklich in der ersten Runde da längs laufen sehen. Aber Winterquake hat am Anfang Gens umgebracht, oder? Ich hab halt so Glück gehabt. Ich hab halt, wer war das? Ich glaube Chantau umgebracht bei den Lichtern. Und die Lichter waren an und Anni sieht mich da, aber aus irgendeinem Grund hat sie da gerade scheinbar nicht hingeguckt oder so. Und ich hab nicht gedacht, dass das Licht angeht und ich da reinlaufe und dann eine Leiche liegt. Ich hab komplett verkackt mit dem Hallo. Ja, ich bin gewendet. Oh. Lehnt sich wahrscheinlich entspannt zurück, lässt alle rausrauten. Ultra lustig. Ich dachte mir nur so, okay, lass den Kombinationsbot. Hätte ich bloß am Anfang meinen Mund gehalten. Ich dachte eigentlich, dass Maudado da weiter auf den Drücker geht. Ich hab dich da gesehen und ich dachte, das wäre auch kurz davor gewesen. Ich dachte, oh, das ist mein Alibi, alles nice. Ich sag Maudado und dann sagt er, wie, ich hab den nicht gesehen. Und da war schon wieder alles vorbei. Geil. Echt gut. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von Among Us. Mini Paluten und ich wünschen euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal verlinkt. Schaut gerne in die Videobeschreibung, falls ihr einen kleinen Mini Paluten zum Beispiel haben wollt. Da ist der Paluten-Shop verlinkt. Und Leute, jetzt habt einfach noch einen schönen Tag. Besinnliche Tage. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber danke. Leute, haut rein. Ciao, ciao.